Es gab diese Woche auch tatsächlich gute Themen. Wer hätte es gedacht? Und zwar gab es Nachwuchs bei Familie Götze. Bitte schön und Glückwunsch. Ann-Kathrin und Mario Götze sind zum ersten Mal Eltern geworden. Der Kleine heißt Rome Götze und ganz Deutschland schmunzelt darüber. Wie zuvor die ganze Welt über den Namen vom Sohn von Tesla-Boss Elon Musk. Geschrieben wird er so und gesprochen folgendermaßen. XHA12. Nicht die einzigen mit außergewöhnlichen Vornamen. Wir präsentieren Wilson Gonzalez, Jimmy Blue und Cheyenne Savannah Ochsenknecht. Jawohl, das klingt wie Musik, sagt Natascha. Ja, natürlich. Ja, meine Kinder. Wie oft mussten deine Kinder ihren Namen buchstabieren? Sagen wir mal so, ehrlich. Jimmy. Nee, ich überlege jetzt gerade. Also Wilson war gar kein Problem. Gonzales war wegen, also er heißt ja Gonzales Z in der Mitte. Ich lispel ein bisschen, das merkt man jetzt gerade. Z in der Mitte und Z am Ende. Ja, da wollten viele mit S schreiben. Danke. Jimmy natürlich, der heißt J-I-M-I, da hieß es dann Doppel-M-Y. Ja, und Cheyenne war auch okay mit A oder mit E, wie der Pfeffer oder wie das Auto oder bla bla. Und Savannah, wie die Savanne, ja, das wusste man eigentlich schon. Hast du dir nie Gedanken gemacht vorher, dass du sagtest, Mensch, die Namen, hoffentlich werden die nicht verarscht in der Schule? Also ich finde, was Schlimmeres als Ochsenknecht kannst du gar nicht. Du kannst du gar nicht heißen, so war es klar. Deshalb haben wir uns ja Vornamen ausgesucht, die den Nachnamen wieder gut machen, ungefähr. So weißt du, wegmachen. Okay. Und meine Kinder hatten ja teilweise 10 Tage, 12 Tage gar keinen Namen, weil wir natürlich uns Gedanken gemacht haben. Und wir wollten einen Namen dem Kind geben, auch erst, wenn wir das Kind gesehen haben, dann den Namen. Natürlich hatte man seine Liste, wo man sagt, okay, mal gucken. Und die Namen haben halt eine Geschichte. Und meine Kinder fanden es bisher immer super, dass sie eben genauso heißen. Und die sind ja in München groß geworden und da hieß es sonst auch in den Klassen Maxi 1, Maxi 2, 3, 4, 5, weil sie alle Maximilian hießen. Und da waren unsere ganz happy, dass sie eben anders heißen. Aber die werden wahrscheinlich auch, weil ich finde, so, also ein Name ist ja auch eine Nachricht, ein Name ist ja auch Programm. Also als ich meine Kinder uns Namen überlegt habe, haben wir auch überlegt, so, wie ist es, wenn das erste Date anruft und sagt, ich habe XY kennengelernt. Oder aber auch, es ist ja völlig klar, wir werden wahrscheinlich nicht Curly Sue Merkel als Kanzlerin haben, ja? Oder Jimmy Blue Ochsenknecht, ist jetzt ein Name, der sich so als Vorstand, CEO oder der Anwalt, also es ist ja immer so ein Programm. Man könnte ja Jim sagen. Aber Sie sind ja auch Gott sei Dank in kreativen Berufen. Ja, ne, ja, als wenn wir es schon gelernt haben. Woran liegt das wohl, dass deine Kinder kreativ sind? Ja, ich weiß es nicht. Aber apropos dazu, Patricia, gar nicht so uninteressant, finde ich persönlich, es gibt eine Studie, die haben ganz viele Grundschullehrer gefragt, welche Namen lösen eine negative Assoziation aus. Und da ist ganz weit vorne Jimmy Blue und, nee, Scherz, Kevin, Laura, Justin, Marvin und Cedric. Und bei Mädchen Vanessa, Angelina, Chantal oder Mandy. Und 70% der befragten Lehrer gaben an, diese mit persönlichen Erfahrungen zu verbinden. So viel zum Thema Fakten. Aber das machen wir doch alle. Wir verbinden doch alle was mit einem Namen. Aber und ich bin fest davon überzeugt, und das zeigt ja diese Studie, und die ist, finde ich, dann schon auch ein bisschen gefährlicher, als einfach nur, wie finde ich einen Namen. Nämlich, wenn sozusagen Erfolg und Misserfolg daran gewertet wird und letztlich auch Diskriminierung erweiterter Form. Und das kennen wir ja auch von migrantischen Namen. Also es ist ja erwiesen, es gibt OECD-Studien, die sagen, dass man mit einem Namen als Mohammed zum Beispiel größere Probleme hat bei der Wohnungssuche, bei der Arbeitsbeschaffung sozusagen. Und ich kann mich auch noch erinnern, also ich habe ja auch einen außergewöhnlichen Namen. Ich habe da als Kind auch drunter gelitten, ein Stück weit, weil ich immer so ein bisschen hochgenommen wurde. Gibt es eine Bedeutung? Fast alle türkisch-kurdisch-arabischen Namen haben eine Bedeutung. Ja. Meine heißt die Ordentliche. Ich sag nicht, ob es stimmt oder nicht. Ach, deshalb wolltest du vorhin die Fusselbörse haben. Genau, aber ich sag mal Duzen. Dann geht es aber auch um die Aussprache. Und ich finde das sozusagen, respekthalber muss man sollte man den Namen dann auch schon richtig aussprechen, aber das ist natürlich nicht so einfach. Und früher war es für mich schwieriger, heute bin ich stolz darauf. Aber früher war es dann natürlich so Düsenjet, Düsenjäger. Oder ich kann mich noch erinnern an Dialoge wie heißt du denn? Düsen, nee, jetzt mal im Ernst. Ich heiße wirklich so. Das ist halt das, was Eltern, glaube ich, auch bedenken müssen. Kinder sind brutal. Die suchen sich halt was. Ne? Und die suchen sich, also ich meine, ich war Pumuckl, ohne jemals Pumuckl zu heißen, obwohl der Name ja in Deutschland sogar erlaubt ist. Aber natürlich suchen sich die Kinder das raus, was angreifbar macht, was anders ist vor allem. Und darauf picken auch die Kinder rum. Und natürlich, wenn du jetzt Rome Götze heißt, natürlich wird Rome in die Schule gehen und dann heißt er Rome oder Rome. Also die machen ja natürlich Leute einen möglichen Quatsch raus. Und diese Verantwortung trägt man als Eltern. Ne? Also man kann sagen, wir erziehen starke Kinder, die das abkönnen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung als rote Haare und Pumuckl unfreiwillig jahrelang sagen, es ist manchmal nicht so cool. Oder ja, exotische Namen als Zweitnamen. Ja, oder man sollte halt auch tatsächlich darauf gucken, viele nehmen ja dann auch ausländische Namen und sind sich gar nicht dessen bewusst, was das bedeutet, wenn mein Kind jetzt aus Amerika mal eben nach Deutschland
Deutschland zieht und da arbeitet und dann wird der Name übersetzt und dann heißt es, oh mein Gott. Da habe ich ja gar nicht mitgerechnet. Also man sollte schon überlegen, wie der Name auch in verschiedenen Sprachen eben heißt oder die Bedeutung beziehungsweise. Ne? Aber es gibt ja auch manche, die halt einen Namen haben und sich dann einfach ganz, also wirklich einfach dazu entscheiden, zu sagen, ach nee, ich heiße jetzt nicht Mohammed, sondern ich nenne mich jetzt Momo, weil ich traue mich nicht zum Beispiel diesen Namen. Momo ist halt aber auch nicht so prall. Nein, aber ja, oder Mo, oder die machen dann ihre eigenen Abkürzungen. Ja. Ne? Oder also ich finde Momo einen schönen Namen. Ja, ich fand, oder zum Beispiel ich als damals Charlotte fand ich eine Zeit lang furchtbar und habe mich dann Charlie genannt und habe so getan, als würde ich wirklich Charlie heißen. Und das ist doch auch so ein bisschen traurig dann, oder? Was für Fälle kennt ihr da? Das ist wahrscheinlich eher der Schutz. Ne? Also ich hatte das Glück, dass meine Kinder tatsächlich eben ganz glücklich mit ihrem Namen waren. Aber ich habe das eben auch gesehen, dass wenn du natürlich eine Zahl bist in einer Schulklasse und das fängt in der ersten Klasse an und da gibt es tatsächlich Maxi 1, was hast du gerade gesagt? Maxi 3, komm mal hierher. Dann bist du als Kind eine Zahl. Ich glaube, da kriegst du einen größeren Schaden ab, als wenn du jetzt Jimmy Blue heißt, ganz ehrlich. Und im Prinzip ist der Nachname ja eher, wo man einen Ochsenknüppel, einen Ochsendödel, sagen wir mal so, gibt es verschiedene Namen draus machen kann. Ne? So. Also der Nachname ist es eigentlich eher. Und den kannst du dir ja nicht aussuchen. Aber führen denn manchmal auch die Wahl des Vornamens zu einer Diskriminierung? Absolut. Mit Sicherheit bei vielen, ja. Ja, ja, das ist ja, wie gesagt, das ist erwiesen, dass sozusagen die Namen darüber entscheiden, ob man beispielsweise bei einer Wohnungssuche berücksichtigt wird oder eben nicht. Also das liegt ganz klar auf der Hand und da hat man, glaube ich, auch als Elternteil schon eine Verantwortung. Das heißt aber nicht, dass alle Migrantenkinder Werner oder Helge heißen müssen. Nee. Ich glaube, es geht darum, dass man sich einfach dran gewöhnen muss, dass es unterschiedliche Namen gibt. Und am Ende des Tages würde ich sagen, der Mensch macht den Namen. Ich glaube, wenn man jemanden mag, dann findet man den Namen auch. Manche Namen prägen sich halt auch extrem ein, ob es jetzt Leistungssportler sind oder Justin. Da weißt du, denkst du erstmal Justin Bieber, ja? Mhm. Oder aber auch negativ, ja, Massenmörder oder so mit Vornamen. Es war ja auch gerade in den 70er Jahren, wo du dachtest, ey, so willst du einfach auch nicht heißen. Mhm. Ich glaube, dass Eltern ganz oft ihre eigenen Hoffnungen und auch nicht erfüllten Hoffnungen und Träume in die Namen ihrer Kinder projizieren, in der Hoffnung, dass es dann erfüllt wird und sich dann aber gar nicht so Gedanken machen, was sie dem Kind im Zweifel damit antun. Also Rome, wurde der jetzt in Rom gezeugt oder meinen sie die Rom, die U-Bahn-Station in Paris oder heißt er vielleicht Rome, vielleicht ist das eine Blumenart, die ich noch nicht kenne. Also da steckt ja irgendwie oft eine Geschichte dahinter, die im Prinzip auf die Eltern was angeht, die dann aber das Kind ausbaden darf. Ja, da gebe ich dir recht. Also deshalb haben wir auch 2 Wochen lang überlegt, nehmen wir die Namen oder nicht. Das wollte ich gerade fragen. Wie seid ihr denn auf diese Namen gekommen dann? Also Wilson, die ersten Namen hat Uwe mit auch ausgesucht. Also wir haben das zusammen besprochen. Genau. Wilson von Wilson Pickett. Uwe hat damals seinen ersten Song live gesungen. Das war ein Song von Wilson Pickett. Gonzales, weil er bei der Geburt so schnell war. Der junge Mann war innerhalb von einer Viertelstunde da. Speedy. Oh. Speedy Gonzales, genau. Traum. Ich hatte ja schon gesagt, er ist nicht der Schnellste. Ne? Es hat sich also ein bisschen geändert. Ja, Jimmy von Jimi Hendrix. Uwe ist Jimi Hendrix-Fan. Und Blue, weil er die Nabelschnur dreimal am Hals hat. Er war halt knallblau. Ah, charmant. Und Cheyenne von den Indianern, weil ich eigentlich schwarzes Haar habe. Und ich dachte, okay, meine Tochter wird eine kleine Indianerin. Die ist blond. Und Savannah, weil sie bei der Geburt so ruhig war, wie die Savanne. Also ich finde, das sind schöne Geschichten. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ihr habt euch auch direkt geeinigt. Damals war auch kein Problem, das wurde auch so durchgesetzt. Ja, wir haben das besprochen und ja, Wilson hatte, glaube ich, 12 Tage keinen Namen. Der sah halt auch speziell aus, der war schon so ein Denker und so. Da musstest du überlegen, passt das? Aber es stand jetzt nie einfach so ein klassischer Friedrich Ochsenknecht im Raum. Das sagt ihr schon, sag mal Friedrich Ochsenknecht. Finde ich gar nicht so schlecht. Knüppelhart, ne? Wenn er dann Anwalt geworden wäre oder Mediziner, hätte ich gesagt, okay. Also für einen Schauspieler passt der Name. Friedrich? Nein, Wilson. Ja, oder? Ja. Das meine ich doch. Ja. Genau. Nee, das passt alles um. Findest du eigentlich, dass die Namenwahl oder die Namenswahl oft sehr spießig ist in Deutschland? Ich finde, dass die Namenswahl oft unüberlegt getroffen ist, weil man da liegt, hat gerade ein Kind auf die Welt gebracht und dann steht jemand und sagt so, wir müssen mal den Namen von dem Kind wissen. Dann ist die Mutter noch so, ich merke noch irgendwie die Geburt und der Vater so, ich habe jetzt einen Sohn. Ja, was nehmen wir denn? Ach, nehmen wir mal hier Maximilian. Und hinterher bereuen die das. Ich glaube, dass da viele überfordert sind, weil... die Deutschen haben immer so das, ich muss sofort reagieren, anstatt zu sagen, Moment, wir brauchen noch ein paar Tage. Man muss nicht sofort entscheiden. Und ich glaube, dass da ganz oft der Name genommen wird, der mal eben nebenan vielleicht die andere Mutter gesagt hat, ich nehme jetzt mal die Laura. Ach, ich nehme auch die Laura, der hört sich ja ganz schön an. Ich glaube, der geht viel zu schnell. Ich glaube aber auch, dass wir langsam in so ein Ding kommen, dass je origineller, desto besser. Also Rome hätte man sich vor wahrscheinlich ein paar Jahren noch nicht getraut. Ihr wart hier sicherlich auch eher eine Minderheit, die jetzt gesagt haben, wir machen aber Blue. Ich ging doch bestimmt auch nicht so einfach durch beim Anwalt. Man wollte ja auch. Ich habe ja auch mit dem Anwalt gedroht, weil Blue war wirklich schwierig. Gonzales war auch schon schwierig, war ja nicht in dem großen Buch drin, was beim Standesamt liegt. Dann noch in München. Und dann habe ich gedacht, bei Gonzales, okay, entweder heißt der so oder ich nehme Anwalt. Und beim zweiten Mal war es der gleiche Standesbeamte, das
kam dann ohne Worte 2 Wochen später direkt unterschrieben. Ich glaube, der fand das ganz cool. Weil wir lernen darauf, Natascha Ochsenknecht ist nicht gut Kirschen essen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich setze mich schon durch.